Moin, ich freue mich gerade über den Zuwachs in meiner Bassfamilie. Der kleine Lizard ist heute angekommen und soll den großen Bass an Bord vertreten. Doch dazu mehr in einem nächsten Video. Denn in diesem Video geht es um den Kauf des ersten Bootes und Fragen wie, kann man bei eBay ein vernünftiges Boot kaufen? Sollte man im Internet was kaufen? Was kann man für sein Geld erwarten? Mit welchen Zusatzkosten muss man rechnen? Was gibt es zu beachten? Ich habe in dieser Beziehung jede Menge Fehler gemacht und hoffe, den einen oder anderen mit diesem Video davor bewahren zu können. Mein erstes Boot, eine Friendship 23 mit dem Namen Bluebird, habe ich über eBay in Holland gekauft. Sie war bei eBay als komplett segelfertig und ohne Mängel beschrieben worden. Hier hatte ich dann auch keine Skrupel, unbesehen zu bieten, denn sollte dort eine Ruine im Hafen liegen, würde ich schlicht nicht zahlen und der eBay-Kaufvertrag anfechtbar wegen falscher Beschreibung sein. Wenn dort allerdings in der Beschreibung schon steht, mit Mängeln, nur an Bastler oder ähnlich, würde ich niemals unbesehen bieten. Ich also mit meinem Kumpel Michel ab nach Holland, auf dem Weg schnell noch eine Haftpflicht fürs Boot beantragt und dann ab zur Besichtigung. Erster Fehler. Man sollte immer und ohne Ausnahme einen Experten mitnehmen. Immer, Punkt. Immer und ohne Ausnahme, Doppelpunkt. Regel Nummer 1, einen Experten mitnehmen. Wir haben also planlos mal überall rein und rumgeguckt. Sah aus wie ein Boot, nicht neu, nicht alt, kein Wasser drin. Na gut, mal rausfahren. Motor läuft, Segel sind auch dran. In den engen Fahrwassern war eh nicht viel mit Segelsätzen und auf den Verkäufer hatten wir auch wenig Bock. Also dann Geld gegen Boot und Kaufvertrag getauscht, den Vogel abgesetzt und ab da war ich nun Bootsbesitzer. Tolles Gefühl. Wir sind natürlich gleich wieder raus aufs Wasser. Erstmal unter Motor und dann unter Segeln. Das war jetzt erstmal richtig geil. Wir haben dann noch irgendwo festgemacht und was gegessen. Ich war richtig stolz. Dann einmal kurz nicht auf das Fahrwasser geachtet und rums aufgelaufen, wir saßen fest. Nach viel Gerödel bekamen wir dann das Boot wieder los, doch nun blockierte das Ruder und ließ sich nur noch nach rechts bewegen. Vorbei war es mit dem Grinsen, ab in den Hafen. Linkskurven wurden nun zu 270 Grad Rechtskurven, auf jeden Fall waren wir irgendwann wieder fest. Nach einer mies gelaunten Nacht haben wir dann schwimmend das Ruder ausgebaut und zu einer Werft um die Ecke geschleppt. Fünfmal mit dem Hammer und das Ding war wieder gerade. War zum Glück alles aus Metall. Nach dem Einbau sind wir wieder rausgefahren und ab da begann das wirkliche Elend. Der Motor war ohne Kühlstrahl, die Rollfork ging nicht mehr, das Großsegel war gerissen und ging nicht ganz hochzuziehen. Wir hatten zwar noch zwei Tage Spaß in dem schönen Revier, das lag allerdings mehr an den Coffeeshops und an Holland an sich. Ich entschloss mich dann, das Boot nach Hamburg zu trailern, statt es zu segeln. Zum Glück. Beim Auskranen entdeckte ich dann einen gut 1 cm dicken Spalt zwischen Kiel und Rumpf, der nun mit viel Dichtmasse geflickt war. Dazu blätterte das Antifouling ab. Oha. Zweiter Fehler. Man sollte sich das Boot immer auch außerhalb des Wassers ansehen, um das Unterwasserschiff zu begutachten. Alles andere ist und bleibt pure Spekulation. Hier im Video einmal ein paar Beispiele. Gute und schlechte, gut erkennbar, denke ich, sollten bei den schlechten Booten dann auch noch Bläschen im Unterwasserschiff sein, auf jeden Fall die Finger weg. Wenn man schon beim Unterwasserschiff ist, dann auch gleich einmal das Ruderlager und Wellenlager durch Wackeln auf übermäßiges Spiel prüfen. Das kann alles sehr teuer werden. Auch die Verbindung von Rumpf und Deck sollte man sich gleich ansehen. Hier musste ich bei beiden Booten nachtdichten. Die Schraube vom Antrieb sollte auch ohne Macken sein, möglichst glatt und gleichmäßig aussehen. Ja, nach dem Trailern in Hamburg stellte sich dann heraus, dass ein Kielbolzen abgerissen war und die beiden anderen nur noch Rostreste waren. Der Hafenmeister hat mir dann quasi verboten, das Boot einzukranen, da es wirklich lebensgefährlich ist, wenn der Kiel verloren geht. Das habe ich dann dort machen lassen und auch noch den Kielsand strahlen lassen. Mit das Antifouling habe ich erst nochmal rübergemalt. Ein Jahr später blätterte dann alles ab. Ich musste alles abkratzen und das ganze Unterwasserschiff neu aufbauen. Kosten für alles zusammen plus neue Wanten und Stage waren ca. 3.500 Euro. Also gut nochmal den Kaufpreis. Ich hatte dann aber zwei tolle Jahre mit dem Boot auf der Elbe und auf der Ostsee. Es war sehr trocken, segelte noch ganz anständig und war aufgrund der Größe perfekt für mich als Anfänger. Die großen Reparaturen hätte ich mir beim Kauf eines gut gepflegten Bootes ersparen können. Man sollte also genau ausloten, was alles aktuell und neu gemacht wurde, denn ein Boot ohne Mängel gibt es nicht.
Als Regel habe ich einmal gehört, sollte man die Hälfte des Kaufpreises für Reparaturen gleich mit einplanen. Einen möglichen dritten Fehler habe ich bei beiden Booten nicht gemacht. Ich bin immer Probe gesegelt bzw. Probe gefahren. Ich würde auch nur ein schwimmendes Boot kaufen, welches möglichst aktuell auch noch benutzt wurde. Nur dann kann man sich sicher sein, dass auch alles vorhanden ist und funktioniert. Außerdem sind manche Sachen auch nur auf einem schwimmenden Boot wirklich zu prüfen. Und trotzdem bin ich auch bei meinem zweiten Boot wieder ganz schön auf die Schnauze gefallen. Der Verkäufer sagte mir noch, die weichen Stellen im Deck habe ich nicht mehr machen können, das ist aber keine große Sache. Dann würde ich mal irgendwann die Rollfork erneuern und ein Kabel für die Positionslampen ziehen. Sonst ist eigentlich alles super. Ergebnis: Bei der Überführung nach Hamburg musste ich dann mit defekter Rollanlage, nicht anspringendem Motor wegen leerer Batterien, blockiertem Gaszug einen Nothafen anlaufen. Und an dem Deck arbeite ich ja heute noch. Also ich erinnere nochmal an die Regel 1. Vor der Probefahrt sollte man also die folgenden Dinge checken. Hat das Deck weiche Stellen? Gerade bei Sandwich-Konstruktionen ist die Reparatur sehr aufwendig. Dann auch den Zustand des Laminats prüfen. Gibt es hier Abplatzungen oder Risse, vor allen Dingen um die Relingsstützen herum oder um den Mastfuß? Nur kosmetische Fehler sind zunächst kein Problem, das sollte man nicht überbewerten. Aber es darf nichts abgeplatzt oder gerissen sein, damit kein Wasser in das Laminat eindringen kann. An Deck dann auch mal schauen, ob der Mast irgendwelche größeren Beulen hat, wie der Zustand der Wanten und Stage und der Wantenspanner ist. Hier sollte man keine Kompromisse machen. Im Boot selbst dann mal nachsehen, ob alle Fenster dicht sind und kein Wasser von außen ins Boot kommt. Das kann man meistens auch schon riechen. Gute Boote riechen nicht muffig oder schimmelig. Dann noch mal einen Blick in die Bilge werfen und einmal alle elektrischen Verbraucher testen. Also einschalten, ausschalten. Eventuell auch einmal einen Blick hinter die Schalttafel werfen, ob das alles sehr verbastelt ist oder sich oder sauber verlegt aussieht. Die Sachen, die bei der Probefahrt zu prüfen sind, beim Ablegen unter Motor einmal auf den Diesel achten. Das Startverhalten im kalten Zustand und die Farbe des Abgases verraten hier eine Menge. Ein guter Diesel springt eigentlich immer gut an und zeigt am Anfang höchstens weißen Rauch, auf keinen Fall schwarzen oder blauen. Wenn jetzt auch noch die Lichtmaschine lädt und die Kontrollleuchte dafür sofort erlischt, ist hier auch einmal erstmal soweit alles okay. Während der Probefahrt kann man dann den Diesel auf Touren bringen und checken, ob er auf vernünftiges Tempo kommt und dabei auch nicht schwarz raucht. Dann würde ich die Segel hochziehen. Das sollte alles ohne Haken und Ruckeln klappen. Und die Fallen müssen alle okay und ohne Risse sein. Jetzt kann man ruhig mal alle Segelstellungen probieren, wenden und halsen und auch ruhig mal hart an den Wind gehen und das Boot dabei stark krängen lassen. Knarzt es dabei sehr im Boot, lassen sich alle Türen öffnen und schließen, hängen die Leewanden durch oder fühlt sich alles stabil und fest an, wie es denn sein sollte. Auf jeden Fall würde ich die Rollanlage auch auf See testen und vor allen Dingen alle Refs einmal einbinden oder sich zeigen lassen, wie das geht. Denn auch hier sollte man keine Kompromisse machen. Die Segel selbst müssen nicht nagelneu sein, sollten aber auch noch keine beuligen Bettlaken sein. Hierzu kann man mal die maximale Höhe testen, die das Boot läuft. Das sagt einiges aus. Nach dem Anlegen schließlich checken, ob die Bilge noch trocken ist. Sollte nach der Probefahrt deutlich mehr Wasser und oder gar Öl in der Bilge stehen, auf jeden Fall einmal genau nachhaken. Ach ja, und die Seeventile samt Schläuchen sollte man sich auch zeigen lassen. In meinem zweiten Boot zum Beispiel habe ich ein wackelndes Seeventil gefunden, was nur mit Sikaflex eingeklebt war. Sauerei sowas. Jo, das wären soweit die elementaren Dinge, die mir einfallen. Von einer lockeren Innenlampe oder wackelndem Herd sollte man sich nicht so sehr negativ beeinflussen lassen, wie von einer polierten Toilette oder neu bezogenen Polstern positiv. Das alles ist im Verhältnis zu den echten Schäden immer Kleinkram und individuell. Häuft sich allerdings der Kleinkram, sagt das natürlich auch eine Menge über den Gesamtpflegezustand aus. Für Holz-, Alu- oder Stahljachten gelten noch andere Dinge. Hier kenne ich mich aber nicht genug aus, um Tipps geben zu wollen. Auch diese Hinweise sind nur ein Anhaltspunkt,
Und es gilt auf jeden Fall und immer und jederzeit Regel Nummer 1, nimmt einen Experten mit, nimmt jemanden mit, der sich wirklich auskennt. Auch wenn er Geld dafür haben will, es zahlt sich aus.